Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Earthlock. So, nachdem wir die Sache mit Olia und den Eulen abgeschlossen haben, wollen wir uns nun dem Turnier widmen. Ich gehe mal davon aus, dass wir nochmal nach Zabar zurückreisen müssen, um dort in der Arena zu kämpfen. So in etwa wurde es ja schon angedeutet beim letzten Mal. Aber ich möchte gerade trotzdem noch mit dem netten Herrn hier reden. Also mal sehen, was er zu sagen hat. Willkommen zum Festival der Magie und zum letzten Turnier. Bist du bereit? Bereit wie eh und je. Du hast die Marke vom Turnier, Zaber? Nein, noch nicht. Um beim finalen Turnier des Festivals der Magie anzutreten, musst du bei deinem Bezirksturnier in Zaber gewinnen. Wir kommen wieder. Ja, okay. Heißt, wie ich es mir schon fast gedacht habe, wir müssen zu unseren Anfängen nach Zaber zurück. Ich glaube, da war ja auch wirklich so eine Arena noch. Mit der konnten wir halt nur nie großartig was machen. Da das Turnier gewinnen und dann können wir auch hier beitreten. Oder halt antreten, vielmehr. So, also. Für Insel Plumpet war ich übrigens eben auch noch kurz ein bisschen Kräuter machen, ein bisschen Munition nochmal herstellen. Hab nochmal Talente gemacht. Und vielleicht was etwas Interessanteres. Ich habe für Amon den Giftdolch hergestellt. Chance, dass Stich unter Aushöhlen Vergiftung hinzufügen. Man sieht, Waffen haben hier halt spezielle Attribute, der Standard. Deutsch, dieser alte Deutsch, erhöht halt die maximale Gesundheit, ne, man sieht's hier, und hat einen höheren Angriff, aber eine geringere Genauigkeit als jetzt der Giftdeutsch. Also genauigkeitsmäßig ist der Giftdeutsch super und er hat halt noch eine extra Chance zum Vergiften. Deswegen habe ich den mal ausgerüstet. Müssen wir da mal schauen, wie sich das im Endeffekt wirklich bemerkbar macht. Wenn ich gerade nochmal hier bin, einmal sammeln. Man sieht, der Garten ist auch schon wieder ein bisschen gewachsen. Ja, mit dir wollte ich jetzt eigentlich nicht reden. Na, du stehst ein bisschen doof da. Also hier gerade die unteren Pflanzen sind aktuell interessant, weil das sind die höherstufigen. So. Aber ich will mich hier nicht lange aufhalten. So, Rückkehr nach Zabar. Ist ja doch eine ganze Weile her, dass wir hier waren. So, und hier Arenaleiter von Zaber, genau. Die Arena ist eröffnet. Hier noch einmal die Regeln. Das Turnier besteht aus 5 Kampfrunden. Gewinne es in 5 Kämpfen und du erreichst den goldenen Rang. Je mehr Kämpfe du brauchst, desto niedriger wird der Rang sein, den du erreichst. Dein Inventar beschränkt sich auf Turnierinventar. Wir wollen schließlich einen Wettbewerb daraus machen. Alte Ausschau nach Truhen auf dem Boden der Arena. Gewinnst du hier alle Runden, erhältst du eine Marke, die es dir ermöglicht, im Finalturnier beim Festival der Magie in Suvia anzutreten. Trete durch das Tor, um in das Turnier einzusteigen. Ja, dann wollen wir uns das Ganze doch mal ansehen. Ich habe nicht wirklich eine Ahnung, was uns hier erwartet. Na gut, die 4 werden jetzt antreten, weil Amon ist halt nicht mit drinne sozusagen. Okay, hier können wir jetzt Runde starten. Ansonsten ist hier jetzt gerade anscheinend nicht viel. Na dann. So, machen wir eine Runde draus, oder? Ich hoffe mal, die sind nicht so übertrieben stark. Wir beschleunigen mal Olia. Die muss nämlich gleich für uns tanken. Ihr Faustkämpfer sind Nahkämpfer. Den kann ich eine Falle auflegen. So, Veteran. Verspottung. Bitte alle her damit.
Okay, Nummer 1 ist tot. Also vom Schaden her ist es, würde ich sagen, okay. Das war ein Mega-Konter. So, jetzt kriegt die noch eine Heilung. Schon ist sie auch wieder topfit. Sozusagen. Achso, den kann ich ja gar nicht kontern. Wir sollten uns auf die hintere Reihe, glaube ich, konzentrieren. So. Nummer 2 ist tot, sehr schön. Nummer 3 ist tot. Man sieht, es geht jetzt recht fix. Oh, das war ein Critical Strike, der irgendwie kaum Schaden angerichtet hat. Also das waren schon mal schwache Gegner. Aber dadurch, dass ich alle 6 genommen habe, haben wir natürlich schon einen ganz ordentlichen Bonus an EP kassiert. So, Runde 2 bitte. Wenn ich die jetzt alle nehme, wären wir bei 8 Gegnern. Das wäre vielleicht ein bisschen viel, oder? Soll ich das mal versuchen? Dafür ist Oli ja natürlich klasse. Habe ich jetzt alle? Sieht mir irgendwie so aus, als hätte ich hier nur 5. Sehen, wichtig wäre auf jeden Fall schon mal hier unten die beiden. Zack, so. Berserker. Ah, wusste ich doch. Der da hinten ist wieder so ein Zauberer. Was konntest du denn noch so? Stummheit. So, damit sollte der jetzt eigentlich nichts mehr zaubern können, ne? Ha! Der ist noch verspottet. Ich spotte mir mal den da auch noch. Irgendwas muss er ja machen, wenn er nicht zaubern kann. So, sehr schön. Jetzt schon mal auch abwärts. So, was ist jetzt mit dir? Möchtest du nicht runterkommen oder was ist dein Problem? Aha, jetzt. Sauber. Ich weiß nicht, warum die drei hier nicht mit reingekommen sind. Aber egal, dann wird das hier jetzt ein umso schnellerer Kampf. Hier sind ja schon fast ein bisschen langweilig. So. Erledigt. Bindung erhöht. Sehr schön. Das haben die beiden auch schon Stufe 3 erreicht. Und damit haben wir jetzt freigeschaltet. Kampfschub. Erhöht die Geschwindigkeitswert des Paares. Ah, das ist schön. Ich habe aktuell nicht wirklich Talente, die ich verteilen kann. Deswegen brauche ich nicht nach den TP zu gucken. Also scheint schon mal eine 8, ne? Jetzt wird's interessant. Wir sehen, du gehst mal in die Speerhaltung.
Feuerfallenabwurf. So, erstmal allen ein bisschen Heilung verpassen. Du spottest alle bitte. Ich gebe jetzt einfach Vollgas hier. Wow. Das war, glaube ich, schon mal die erste Hälfte. Vielleicht habe ich ein bisschen zu dick aufgelegt gerade. Oh, ihr kriegt noch eine Wasserbombe hinterher. Ja. 2000 Bonus-EP. Nice. Moment, wir holen uns noch gerade den Loot. Heute ist immer schön. Bodenfrost. Diesmal seid ihr alle da oben. Bevor ich mal mit euch kämpfe. Das sind aber auch Gegner, die kenne ich gar nicht so unbedingt. Hi. Speiwurz. Nein. Also es hier wird dieses kleines Wundergelb, wird wieder so ein Zauberer sein. Also um den sollte ich mich auf jeden Fall zuerst kümmern. Ah, die sind feuerempfindlich. Das ist nur zu meinem Vorteil. Monsun. Okay, ich hätte eigentlich gedacht, dass der hier irgendwelche Stärkung auf seine Verbündeten wirkt. Okay. Wir haben nicht einen Nahkämpfer dabei. Ah, warte, behandeln. So, der ist schon mal weg. Also bis jetzt ist das Turnier hier auf jeden Fall schon mal recht einfach. Ich bin mal gespannt, wie das Turnier in Suvia dann aussieht. Weil ich kann mir kaum vorstellen, dass das genauso einfach wird. Könnt ihr mal bitte aufhören, mein Team hier so anzuspucken? Ja, was war denn das, ey? So. Je mehr Gegner tot sind, desto mehr Schaden können wir verursachen. Die wechselt jetzt mal die Haltung. Das andere bringt jetzt aber nicht so wirklich viel. Oh nein! So, nee, Moment. Ich wollte sowas hier machen. Die sind sogar sehr empfindlich dagegen. Na, Pflanzen und so. Blindheit. Uncool. Oh. Das war aber jetzt nicht so nett. Irgendwann musste ich ja verfehlen. Meine Bindung erhöht. Ja, die beiden sind nämlich jetzt beim Maximum. Ich kann gerade noch den Bonus angucken, den die beiden jetzt haben. Verringert die Zeitkosten von Erste Hilfe und Regen. Also. Man braucht nicht so einen hohen Geschwindigkeitsfaktor von Knarr. Das ist angenehm. Moment, ihr beiden da unten seid voll. Ist Knarr jetzt mit allen voll oder? Ja, ich wollte eigentlich so gucken.
Ich hoffe schon, oder? Bindungen knarrt. Ne, mit Olie muss er noch. So, die beiden haben noch eine Stufe vor sich, okay. Hey, hey! Das arme Vieh, ey. Bei dem weiß ich jetzt auch nicht, warum das nicht einfach direkt wieder mit drin war. Zwei? Okay, Moment. Bei dir muss ich aber... Ich verdrück mich immer. So, bei ihr wechsle ich gerade nochmal die Haltung. Zwei Gegner sollten relativ einfach zu spotten sein. So, was haben wir denn jetzt hier für Gegenstände eigentlich? Fügt einzigen physischen Explosionsschaden zu. Tick-Tack, Boom. Bindet Schlaf auf alle Ziele an. Friert das Ziel ein, wodurch es keine Nahkampffähigkeiten einsetzen kann. Stellt die gesamte Amri aller Ziele wieder her. Ah. Okay. Also die Belohnung oder die Items, die man hier bekommt, sind natürlich schon gar nicht so schlecht, ne? Da ist nur ein Nahkämpfer da. Dann kümmern wir uns erstmal hier um den anderen. Armor beschleunigen wir erstmal wieder. Uiuiuiui. Uli hat aber gerade ganz schön kassiert. Also die beiden hier sind tatsächlich mal eine Herausforderung gerade. Einmal betäuben. Ha, das hat schon mal funktioniert. Das ist sehr gut. Aushöhlen. Ha, und Vergiftung noch gleich mit dazu. Eine Feuerfalle hast du schon. Ich kämpfe mit Nahkampfwaffen oder nicht? So, Moment. Feuerschuss. Warum kann ich denn jetzt den anderen nicht machen? So, ihr brennt. Boah, der eine ist jetzt... Der eine brennt, blutet und ist vergiftet. Ups. Bin ich ein bisschen übertrieben? So, Moment. Du machst erstmal einen Erste-Hilfe-Abwurf. Dich. Oder wir probieren es nochmal mit Aushöhlen. Sehr schön. Donnerfaust. Meins ist tot. Nice. Nicht zu stehlen. Sowas aber auch. Hatte der Fallen drauf? Ich habe gerade gar nicht drauf geachtet, aber anscheinend. Vermeidbarer Schaden. Turnierrang Silber. Gewonnene Kämpfe 7. Ich habe es ja versucht, so schnell wie möglich zu machen, aber... Irgendwie hat immer... Oder hat oftmals ein Gegner gefehlt. Schade. Egal, wir haben die Zabermarke. Man kann das bestimmt auch jederzeit wiederholen. Ja, genau. Also man könnte das jetzt auch jederzeit wiederholen. Was mit dir? Hallo Amon, gut, dass du da dass du hier bist. Also das mit dem Schrott.
In ganz Umbra liegen Metallhaufen verteilt. Ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der etwas dagegen unternimmt. Das ist so eine Sidequest, den ganzen Schrott aus den Wüsten sammeln. Okay, das war schon mal das Saber-Turnier. Am Ende, also der Endkampf war ja doch ein bisschen fordernd, immerhin. Warte mal. Ja. Also beim nächsten Mal geht's dann zum Suvia-Turnier, würde ich sagen. Bis dahin erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.